Danke für Ihr Interesse an eurer Wohnmobil. Der Kurzfilm zeigt nicht nur den gut erhaltenen Zustand des Wohnmobils, sondern die spezielle Solaranlage. Etwa über 2 Wochen habe ich an den Einbauten gearbeitet, bevor die unvergessliche 4-monatige Europareise starten konnte. Aufgrund der unterbrechungsfreien Stromversorgung brauchte ich von den 121 Nächten nur 4 auf einem Zeltplatz verbringen. Warum? Naja, die fehlende Waschmaschine. Die Präsentation musste ich aus Zeitgründen ziemlich kürzen. Bei den meisten Programmen, welche Filme abspielen, kann man die Filme bei Drücken der Leertaste anhalten und genau auch so wieder starten. So einfach ist es, die rauszunehmen, die Solarzelle. Und genauso einfach ist es, sie wieder reinzuhängen. Hier sehen wir jetzt auch ganz deutlich die CCD-Rückfahrkamera, die das gespiegelt aufnimmt, das Bild, mit den vielen Infrarot-LEDs, sodass man auch nachts das sehen kann. Das ist die atmungsaktive, wasserfeste Kabelausführung. Da kann man auch dicke Kabel aus dem Wohnmobil rausholen für andere Zwecke. Und man kann auch den Stecker abschrauben. Das ist ein teurer Marinestrecker von der Marine. Und da sehen Sie das Loch, wo man Kabel reinstecken kann. Extra Kabel noch, die man in einer Hülle, ist eine Aussparung drin im Deckel, wo man das Kabel reinmachen kann, und unten in dem Behälter, in der Aluminiumschachtel, ist auch noch ein Loch, wo das Kondenswasser austreten kann. Und damit da nichts passiert mit dem Kabel oder mit den versilberten Kontakten, ist denn diese Abdeckkappe drüber zum Abschrauben. Jetzt sehen wir den Solarregler, den Computer. Der ist von 24 auf Volt, 12 Volt umschaltbar. Das tut er von alleine, sodass man den Strom auch erhöhen kann oder die Leistung erhöhen kann, indem man die Solarzellen in Reihe schaltet und noch eine zweite Batterie dazu nimmt und das System auf 24 Volt auslegt, ohne dass man dickere Kabel einbaut. Links das Kabel ist für das Display, das kann man auch woanders anbringen, wenn es im Cockpit oder am Armaturenbrett zu weit weg ist und wenn man es hinten haben möchte, dann reicht das Kabel noch aus, um das nach hinten umzubauen.
Das Display der Kameras ist drehbar und federnd gelagert. Man sieht sogar ein gutes Bild bei schlechtem Wetter. Bei sonnigem Wetter sieht es aus wie Fernsehen. Mit einem Knopfdruck kann man die Kamera von Weitsicht nach unten, nach Sicht nach unten umschalten. Wenn ein Radfahrer von hinten kommt, in dieser Situation hier, kann man ihn weder im Außenspiegel noch im Rückspiegel sehen. Das heißt, so eine Kamera ist schon wirklich brauchbar, gerade beim Rückwärtsfahren. Gut zu erkennen sind jetzt auch links diese beiden Lampen. Ich habe sechs lichtstarke LEDs eingebaut in dem Wohnmobil für niedrigen Stromverbrauch und ein helles Licht. Auch links jetzt wieder zu sehen eine LED-Leuchtlampe, die auch umschaltbar ist oder die einschaltbar, zusätzlich einschaltbar ist mit einer herkömmlichen Glühlampe, dass man nachts nicht aufwacht, weil dieses helle Licht macht einen doch ganz schön wach, vor allem die Frequenz des Tageslichtes. Also es haben zwei Vorbesitzer gehabt, das Wohnmobil, und die haben das sehr sauber gehalten. So wie ich auch, ist auch ein Nichtraucher-Wohnmobil. Dann nochmal diese LED-Lampe. Hallo. Da ist nochmal der Wasserhahn zu sehen, mit einem Duschschlauch hinten dran. Den kann man also rausziehen und oben einrasten als Dusche. Und rechts ist der Mischer und Einschalter zum Kalt- und Warmwasser abmischen. Unten die Duschstraße, die wir jetzt sehen. Am besten den Stöpsel nach dem Duschen und nach dem Ablaufen wieder reinzumachen, sonst kann es zu Geruch kommen, wenn es draußen warm ist. Das ist hier der Kleiderschrank mit den guten Antennenmast drin, mit diesen Wi-Fi und UMTS-Antennen, sehr leistungsstarke Wi-Fi-Antenne. Kann man aus 70 Meter Entfernung von der Tankstelle das Internet holen, in eine sehr schnelle Verbindung. Oder eben von dieser Fast-Food-Kette mit dem großen M. Da habe ich auch oft das Internet rausgeholt, um Landkarten und auf dem Laufenden runterzuladen und auf dem Laufenden zu bleiben. Und die Antennen haben noch reichlich Kabel, wenn man der Mast mal zu kurz sein sollte. Jetzt sehen wir die Heizung hier. Die ist auch sehr stark und sehr warm. Die ist mit Gas, wird die betrieben. Und hier ist der Boiler, 15 Liter Warmwasserboiler, das reicht aus, um sich zu duschen. Wird mit Gas betrieben und kann man stufenlos einstellen, die Temperatur an den Reglern. Die sind links vom Kleiderschrank, die sind jetzt nicht im Video zu sehen. Übrigens hat der Kühlschrank noch einen extra Ventilator eingebaut bekommen von mir. In der Rückwand hinten drinnen nach draußen, sodass man auch bei 40 Grad in der Sonne den Kühlschrank benutzen kann. Der funktioniert mit 230 Volt, mit 12 Volt, umschaltbar und mit Gas, der Kühlschrank. Der Herd selber kann man auch sehr gut sauber machen, das sind die Gasknöpfe, indem man da diesen Gestell wegnimmt einfach und dann kann man ihn schön abwischen. Das ist sehr praktisch, wenn da immer was überkocht. Den Deckel, wenn ich jetzt in der Hand habe, den kann man auch nach rechts zu einem Tisch umklappen. Aber nur, wenn der Plasteriegel unten ist. Der Kühlschrank innen drin hat auch ein kleines Eisfach, auch ganz praktisch. Wie gesagt, man kann im unteren Schrank ist links ein Schalter, um hinten den Ventilator einzuschalten.
Das sind hier die Fernbedienungen fürs Bluetooth-Radio und fürs Display, um das nachts oder wenn man am Frühstückstisch sitzt oder abends am Tisch von der Ferne das Radio ein- und auszuschalten und auch das Display ein- und auszuschalten. Hier ist der Umschalter vom Stromkreis 2. Da kann man sich entscheiden, ob man die Videokameras und den Kühlschrank und alles abschaltet, ausschaltet oder von der zweiten Batterie aus versorgt oder von der Solarbatterie aus versorgt. Der gleiche Schalter, so ein gleiches, gibt es vom Stromkreis 2, auch vorne am Armaturenbrett, der dann das Radio und die Steckdose umschaltet, sodass man, wenn man das Radio vergessen hat auszumachen, trotzdem noch die Hauptbatterie voll ist, beziehungsweise eine der anderen beiden Batterien. Das ist hier die Halterung für einen Flachbildschirm bzw. Fernseher. Die kann man praktisch aus dem Weg schieben und dann ist er gleich oben. Da kann man also noch festschrauben, das sieht man jetzt nicht im Video. Und wenn sie da weggeschoben ist, hat sie einen Anschlag an der Wand mit so einer Schaumstoffmatte. Auch das Hochbett sehr praktisch gemacht. Da können locker zwei Personen gute Stunde schlafen. Und das ist das hintere Bett. Da wird der Tisch runtergeklappt und dann hat man eine riesen Liegewiese. Da können drei Personen mindestens drin schlafen, drauf schlafen.